Glück auf, herzlich willkommen. Ja, ist das noch der Legenden-Talk oder doch schon eher so eine allwöchentliche Therapiesitzung? Ich weiß es nicht, wir fragen mal Rüdiger Bramczyk, unseren Gastgeber, und als Gast heute Christoph Osigus, alter Schalker Junge, Torwart gewesen, ne? Lange Jahre in der U15, 16, 17, 18, 19. Alles durchgespielt, genau. Bis ganz durch. Ja. Ne? Und aber einmal bei den Profis auf der Bank gesessen? Nee, ich glaube drei oder viermal. Ah, drei oder viermal. Drei okay. oder viermal, ja. Ja. Ja, wir reden natürlich zuallererst über das Spiel gestern und ja, hast du Scheiße am Fuß, oder? Wenn ich dir alleine das 1-0 sehe, das wir eigentlich erzielen, dieses wunderschöne Tor, und dann zählt das nicht, weil der Drechsler mit dem Stollen da irgendwo dran geschraubt haben soll, 15 Sekunden bevor das Tor fällt hinten. Ist deshalb der Videoassistent eingeführt worden, damit man sich so einen Scheiß sucht, um so ein Tor zu verhindern? Ja, leider haben wir ein bisschen Pech mit den Leuten in Köln. Das haben wir ja schon zwei oder drei Mal gehabt, Jörg. Trotzdem muss ich sagen, die erste Halbzeit war für mich sehr gut. Also wir waren frech gewesen. Vor allen Dingen, was mir auch gut gefallen hat, zum ersten Mal nach langer Zeit wieder, dass wir vorne angegriffen haben, dass wir sie nicht spielen gelassen haben, dass wir uns nicht zurückgezogen haben und einfach gesagt haben, na, lass sie mal kommen, wir spielen auf Konter. Nein, wir haben vorne ganz frech angegriffen und die unter Druck gebracht. Und das war für Hertha wahrscheinlich auch ein bisschen überraschend gewesen, denn die wussten auch nicht so richtig, was sie damit anzufangen haben. Und ich fand die erste Halbzeit super gut. Das, wie du schon gesagt hast, wenn die beiden Tore noch gefallen wären, das wäre natürlich super gewesen. Ich kann mir dann also auch nicht vorstellen, dass wir das dann verloren hätten, das Spiel. Ne? Aber leider haben wir sie ja zurückgezogen, die beiden Tore. Du guckst ja als Torwart bestimmt auch immer nochmal besonders auf die Abwehr. Wenn wir sehen, Dreierkette ne, mit Aurelian und Aydin dann außen, also gegen den Ball als Fünferkette. Wie warst du zufrieden mit den Abständen zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen? Also ich fand es gestern richtig gut, weil auch die Körperspannung und die Körpersprache war einfach eine ganz andere als in den letzten Spielen. Ich hatte auch nach der ersten Halbzeit wirklich ein gutes Gefühl, bin davon ausgegangen, dass wir auch als Gewinner da vom Platz gehen oder zumindest einen Punkt holen. Ja, aber wie du gerade schon gesagt hast, hast du Scheiße am Fuß, hast du dann auch Scheiße am Handschuh. Das kommt dann in der zweiten Halbzeit dann noch mit dazu. Ne? Ja, kommen wir gleich drauf. Du als Torwart natürlich da besonders kompetent in der Beurteilung. Ich wollte nochmal auf diese Defensive. Ich hatte ja schon ordentlich Respekt vor den Sololäufen von Luke Bacchio und Serdar, aber die haben sie gut, ne, bis auf absolut, ein, zwei Mal, wo der Luke Bacchio angetreten ist, haben sie die gut aus dem Spiel genommen. Ja, fand ich auch. Also sie haben jetzt nicht große Chancen gehabt, die Hertha-Raner. Also das war jetzt nicht die erste Halbzeit, wo ich sagen würde, die waren so stark. Nein, wir haben gut mitgespielt, wir standen gut. Wir waren auch eng genug an den Männern dran, das muss man auch mal sehen. Sonst... Die zweite Halbzeit können wir ja gleich mal drüber reden, aber da waren wir wieder so ein bisschen weiter weg gewesen. Aber zur ersten Halbzeit, ich fand es richtig gut. Also wir waren ein bisschen aggressiver als sonst gewesen. Und das ist ja das, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Wenn du nicht anfängst zu kämpfen und aggressiv bist, dann wirst du nichts holen. Gut, heute, gestern war auf jeden Fall die erste Halbzeit schon mal das, was ich sehen will von der Mannschaft. Und das fand ich gut. Und wenn wir so weitermachen, dann mache ich mir auch nicht so große Gedanken. Nur wenn wir natürlich in der zweiten Halbzeit schon wieder waren, wir dann wieder ein bisschen weiter von den Leuten weg. Dann haben wir sie spielen lassen wenig. Und da, ich weiß nicht, ob die Luft ein bisschen raus war nachher. Auf jeden Fall waren wir da wieder ein bisschen weiter weg. Und dann kriegst du so ein bisschen so zwei so blöde Tore eigentlich rein, was normalerweise eigentlich nicht kriegen muss. Aber... Jose, erzähl du gleich mal, also ich bin kein Torwart, ich weiß nicht, ob man von 30 Meter einen Ball halten kann oder nicht halten kann. Ich bin der Meinung, dass man den halten musste und gut, vielleicht als Torwart siehst du ein bisschen anders. Ja, jetzt isoliert betrachtet die Situation mit dem 30-Meter-Schuss, muss ich jetzt aber auch dabei sagen, dass jetzt kein Alexander Schwolo-Bashing jetzt zu Hause werden soll. Ich denke auch, er weiß das genau wie wir auch, dass der haltbar war und dass er natürlich dann ein entscheidender Faktor für den Spielverlauf wird. Ja, das ist bei einer Torwartposition so und leider Gottes habe ich das auch oft genug selber auch erlebt. Ich weiß, wie man sich danach fühlt, das ist nicht gut.
Wichtig ist, dass er natürlich dann eben vom Kopf her weiter stabil bleibt, im Spiel bleibt und auch vielleicht für die Folgespiele dann stabil bleibt, ne, um der Mannschaft dann auch mal die nötigen Punkte dann auch zu holen. Und ja, ich sag mal, das zweite Tor, das ist, ich sag mal, das erste, sag ich, ist ein Ding, ja, aber beim zweiten Tor fehlt mir dann auch so ein bisschen die Aktivität, mit allem, was ich habe, das Tor zu verteidigen, weil das, ich war nicht rechtzeitig fertig als Torwart in der Situation. Ich habe ja, er hat ja gar nichts gemacht. Ja, das ist schwierig zu verteidigen, absolut. Aber ich denke mal, auch da kann man sich vielleicht ein Stück weit anders verhalten. Sah aus, als ob er einen anderen Schuss erwartet hätte, ne? Als ob er von der Murmel, die dann kam, überrascht gewesen wäre. Ja, also er war ja in seiner ganzen Auftaktbewegung war er nicht fertig. Und deshalb kommt dann auf einmal der Schuss, der ihn dann in der Situation ein Stück weit überrascht. Und das sieht dann natürlich dann auch nicht gut aus. Ne? Jetzt muss man mal gucken, was die Woche über dann im Training passiert. Ich bin jetzt auch ein Stück weit, hätte ich mir mehr von Alexander Schwolo auch erwartet für die Mannschaft als Rückendeckung. Es ist auch nicht einfach in der Situation, wo er spielt. Die Abwehr ist auch nicht die stabilste. Dann als Torwart da auch 100% immer den sicheren Halt dahinter zu geben, ist eine Herausforderung. Aber dafür haben wir ihn ja auch geholt. Ne? Und genau diese Stabilität sollte er reinbringen. Und das hat er bis jetzt noch nicht abgerufen. Ne? Also wir haben vorhin ganz kurz nochmal miteinander diskutiert. Ich habe auch gesagt, die letzte Möglichkeit wäre eigentlich gewesen, ich sage mal, hört sich doof an, und um ihn umzutreten, den Wilfried, ja, von den Beinen zu holen. Dann wäre es wahrscheinlich eine rote Karte gewesen, aber es sind immer noch 88. Minute, das Spiel war fast zu Ende. Also da hätte ich das fast eher gemacht, wenn ich ihn schon nicht einkriege. Er war ja nicht so weit weg gewesen. Die trampelten nur ein bisschen hinterher, die beiden. Aber die Möglichkeit, ihn festzuhalten, nicht von hinten in die Beine zu treten, aber vielleicht am Trikot zu halten oder. Man hätte natürlich eine rote Karte riskieren können, aber ich glaube, in der Situation hätte ich das gemacht. Ich weiß nicht genau, aber... Ich habe es mir nochmal angeguckt und im Stadion habe ich auch gesagt, das kann doch nicht wahr sein, die muss einer festhalten, ne? Ja. Die sind zu zweit, vielleicht gibt es noch nicht mal als Rot dafür, ja. Aber vor dem Strafraum festhalten, natürlich nicht mit Elfmeter. Aber das ist natürlich sie kriegen ihn erst am Strafraum. Ja. Ja, der ist erst in Greifweite am Strafraum und dann hast du vielleicht Rot und den Elfer, ne? Und ich weiß, nichts gewonnen nicht, und hast vielleicht, naja, die denken da nicht in dem Augenblick, aber der hatte noch kein Tor geschossen die Saison, ne? Vielleicht vergibt er ihn auch oder Schwolo hält. Ne? Also ja, wenn sie in Form 16er hätten packen können. Da bin ich auch so ein bisschen beim Ose, der ist so ein bisschen runter, aber er hat nicht so richtig gezeigt, was er machen will. Weißt du, der hat einfach nur vorbeigeschossen an ihm. Das war mir auch ein bisschen zu einfach, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also, als Torwart hat man ja irgendwie so ein bisschen Reflex, wo könnte der eventuell hinkeln. Aber das ging ja so ganz locker an seinem rechten Bein vorbei. Und da habe ich gedacht, na, das ist ein bisschen wenig. Ja? Also, entweder war der erschrocken, dass der auf ihn zugelaufen kommt, wusste in dem Moment vielleicht auch nicht so richtig, was soll ich machen? Kriegen die den vielleicht noch oder kriegen die den vielleicht nicht? Das ist natürlich für so einen Torwart auch nicht so einfach, das muss man auch sagen. Aber die letzte Möglichkeit, die ich gesehen hätte, wäre eben, dass man den festhält. Also gut, du hast wahrscheinlich noch besser gestanden oder hast ihn ein paar Mal... Nee, ich habe es nochmal im Fernsehen mir angeguckt. Ne? Also. Aus der Kurve siehst du ja nichts. War das gegenüberliegende Tor da 150 Meter weiter, ob er den vorm Strafraum kriegst oder nicht, kannst du in dem Augenblick nicht beurteilen. Du denkst, die sind nah an ihm dran und sie waren aber nicht ganz so nah an ihm dran, wie das den Anschein hatte. Ja. Und deshalb haben sie ihn wohl nicht mehr zu packen gekriegt. Ja, und Alexander Schwolo hatte eine gute Position eigentlich. Ja. Ne? Er ist gut rausgekommen, hat sich gut hochgeschoben. Und dann hätte er im Grunde genommen einfach auf das reagieren können, wenn er einen richtigen Stand gehabt hätte. Ne? Aber den hat er zu dem Zeitpunkt nicht gehabt. Und deshalb sah es dann halt ein bisschen unglücklich aus. Wobei ich dann auch immer sage, in so einer Situation, das ist kein Torwartfehler, ne? Jetzt wie Tor Nummer 1. Aber das kann man anders lösen. Mhm. Ne? Ja, ich sonst vielleicht die Auswechslung, da war ein bisschen wieder alles ein bisschen durcheinander gekommen nachher, ein bisschen fand ich auf jeden Fall. Polter wieder rein und Bülter raus, habe ich nicht verstanden. Für mich war bis dahin der beste Mann bei uns und wir haben das ja schon zigmal probiert mit Terodde und Polter, das hätte ich nicht gemacht. Wenn
Für mich war diesmal Torre de Gaume zu sehen. Dann hätte ich den rausgenommen, aber den Butter hätte ich auf keinen Fall rausgenommen. Auf keinen Fall. Aber wie gesagt, okay, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Vielleicht mit Langbällen nochmal was zu machen. Ich denke, dass er viele Flanken in den Strafraum, in einen vollbesetzten Strafraum erwartet hat. Und dass er dann zwei Kopfball stark hat. Wenn ich das machen will, dann muss ich Butter trotzdem behalten. Der hat einen guten Schuss, der ist immer torgefährlich, wie man ja gesehen hat. Ich tue den nicht raus. Vor allen Dingen war das für mich der beste Spieler. Und das hat man ja auch, glaube ich, in den Zeitungen haben sie alle geschrieben, dass das der beste Spieler ist. Dann hole ich den nicht raus. Dann lasse ich den drin. Dann entweder hole ich noch einen Abwehrspieler raus oder. Aber ich werde den auf jeden Fall nicht rausnehmen. Auch wenn ich die beiden Spitzen jetzt vorne habe. Ja, wobei ich den Eindruck hatte, dass nach dem Tor, nach dem 0-1, natürlich bei allen erstmal die Köpfe runtergingen. Da hast du dich da die ganze Zeit als Mannschaft gut eingebracht, warst gut im Spiel, auch direkt nach der Pause zwei Ecken und so, warst gleich wieder dran. Und dann kriegst du so eine Kirsche und weißt, du schießt ja nicht in jedem Spiel drei oder was, ne? Und jetzt müssten es schon zwei sein, um zu gewinnen. Also da war so ein bisschen so ein Loch drin, aber so ab der 65. auch mit den Wechseln, ging es dann ja wieder nach vorne. Aber du hattest eine Situation, die eigentlich symptomatisch für die ganze Situation ist. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast im Stadion, aber dann ging irgendwann mal der Ball Richtung Eckfahne und hatte eine 50-50 Chance, geht er jetzt ins Tor aus oder geht er in Seiten aus? Ja, und das passte auch so hundertprozentig. Der ging dann auch in Seiten aus, dass dann da eben noch ein Einwurf nur stattgefunden hat und keine Ecke. Ne? Ja. Also wir sind auf jeden Fall, sagen wir mal, oder in dem Spiel haben wir auf jeden Fall gezeigt, dass wir es können, zu kämpfen. Und das fand ich gut. Also das ist das erste Mal, wo ich zufrieden war, wo ich gesagt habe, zweite Halbzeit hätte man noch ein bisschen mehr draufpacken können. Aber in der ersten Halbzeit habe ich gesagt, warum spielen wir nicht immer so? Warum pressen wir nicht von vornherein? Wir haben doch die Leute dafür. Und auch wenn man mit zwei Spitzen spielt oder mit einer, man muss dann eben aufrücken und gucken, dass man eben presst. Und so ist das Spiel. Und nicht nach zurückziehen bis zur Mittellinie und dann die anderen spielen lassen. Und wenn man die anderen spielen lässt, gerade Abwehrspieler, die sowieso, sag ich mal, manchmal nicht so die Ballkünstler sind. Und wenn man die hin und her spielen lässt, kriegen die auf einmal eine Riesensicherheit. Ja? Und dann, wenn du kommst und spielen die locker ab, weil sie sicher sind. Aber wenn du die von Anfang an unter Druck setzt, dann sind die auch nervös. Dann fangen die auch mal an und gucken zu weit nach unten und gucken nochmal und nochmal und dann kannst du drauf gehen. Also das gefiel mir ganz gut. Zweite Halbzeit, ja. Mit ein bisschen Glück hätten wir auch noch das 2-1 machen können oder mindestens das 2-2. Aber was mich wieder geärgert hat, das muss ich ganz ehrlich sagen, war, dass die beiden Auswechslungen von unseren beiden Mittelfeldspielern, vom Drexler und vom Kraus, das darf nicht passieren. Wir haben sehr viele Leute auf der Bank, das ist mit Mohr passiert in Leverkusen, dass der die ganzen Flaschen wegschießt, weil sie den rausgenommen haben. Und das ist jetzt wieder passiert, dass sie die Trikots oder ihre Trainingsklamotten auf den Boden schmeißen. Das hat nichts damit zu tun, dass sie sich ärgern, weil sie rausgenommen worden sind. Ja, sondern das ist eine Undisziplinierung gegen die ganze Mannschaft. Obwohl, kann ich nicht haben. Obwohl, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ich sehe eher so eine Reaktion lieber, als wenn sich einer hinsetzt und teilnahmslos das Ganze hinnimmt. Ja, aber dann mal auf, das kann man anders machen. Ja? Dann kann ich mich in Ruhe hinsetzen und ein bisschen so für mich ärgern, aber nicht irgendwas hinschmeißen. Das ist auch gegen die ganze Truppe. Gegen die ganze Truppe, tut mir leid. Ich habe auch Fußball gespielt und bei uns war das auch nie der Fall gewesen, wenn einer ausgewechselt worden ist und hat da irgendeine Pulle weggeschossen oder sowas, nur weil er rausgekommen ist. Also wenn wir schon alle in einem Boot sind, dann darf das nicht passieren. Tut mir leid. Das kann auch nach hinten losgehen, dieser Schuss, weil sie einfach sagen, wie wächst du mich aus, warum? Das glaube ich gar nicht, dass die Reaktion, sondern es war eher 1-0, glaube ich, gegen Schalke zu dem Zeitpunkt, wo beide rauskamen. Kraus war sauer auf sich selbst, weil er nicht so gut gespielt hat wie in den Wochen zuvor. Ja, aber das kann man dann anders zeigen. Dann kann man das zeigen und nicht... Ja, irgendwie für die Zuschauer, dass sie das alle sehen, dass sie dann sagen, guck mal da, was ist denn da los? Da hat keiner Zug und Ordnung in der Truppe. Das macht man nicht. Vor der Kamera sowieso nicht.
Jo, ja, am Ende gehst du da raus, hast nur 6 Punkte. Auch da bei der Traditionsmannschaft. Ja, du darfst ja. Und wenn gar nichts mehr, wenn gar nichts mehr geht, dann gehst du mal hier ins Tor. Ja, das traue ich mir nicht zu. Und wie? Ja, Mann, ich bitte dich. Ja, Ose bei der Traditionsmannschaft, ja, ne, im Tor, und ihr habt ja Spiele gehabt ohne Ende dieses Jahr zum Beispiel, ja, ne? Gerade 50 geworden, können wir noch herzlichen Glückwunsch sagen, ja, nachträglich. Genau. Ne? Das war vor einer Woche. Ja. Ja, wie fühlst du dich mit der Zahl? Oh, du, ich habe da gar kein Problem mit der Zahl. Ich sag mal, solange noch alles geht, man gesund ist und vor allen Dingen noch ein bisschen Fußball spielen kann, alles gut. Ja. Wenn wir über dich sprechen, müssen wir natürlich auch darüber sprechen, wie du groß geworden bist auf Schalke, mit wem, wer da alles mit dabei war. Hinterher bist du ja, ich glaube, also war meistens Zeit in den 80ern und Anfang der 90er hast du da mal nach oben geschnuppert und warst die 3-4 Mal auf der Bank. Ne? Genau, genau. Da war dann Holger Gerke da, da war Jens Lehmann da. Holger war noch nicht da. War Jürgen Welp war noch zu dem Zeitpunkt da. Vorher war noch Werner Vollack noch mit dem Boot. Dann durfte ich auch schon mal, als Toni noch hier war, mittrainieren. Das war natürlich Toni Schumacher, das Allergrößte für mich, damals als großer Schumacher-Fan. Und habe dann im Grunde genommen von der U13 bis zur U19 heute alles hier in Schalke gespielt. Dann ist mein Weg leider woanders hingegangen. Zur Bank. Also nicht zu der richtigen Bank, nicht auf der Bank. Nein, aber dann hat man irgendwann auch gesehen, okay, mit Fußball wirst du wahrscheinlich nicht das erreichen. Und meinen Eltern war das auch immer wichtig, was Bodenständiges zu machen. Da bin ich ihnen heute auch noch dankbar für, dieses zweite Standbein zu haben. Und so kann man aber immer noch, wir spielen immer noch gerne zusammen Fußball, haben Spaß zusammen und alles gut. Ja, du hast doch jahrelang Torwarttrainer gemacht in der Jugend, genau, ne? Scout genau. Für jugendliche Torhüter. Genau, ich habe fast 20 Jahre gemacht, ne? Fast 20 Jahre hier in der Knappenschmiede. Und da muss man jetzt natürlich vielleicht, können wir den Bogen nochmal spannen zu der aktuellen Torwartsituation. Also ich bin so ein bisschen der Meinung, dass auch ein Ralf Fährmann durchaus nochmal in den Fokus genommen werden sollte. Mhm. Weil ich habe mir das auch nochmal so ein bisschen angeguckt, gerade in der Saison 15-16, 16-17, kann ich mich an Spiele hier erinnern, wo er auch uns einige Spiele gerettet hat. Der hat einen super Notendurchschnitt gehabt. Wir haben alle diskutiert, fährt er noch mit zur Weltmeisterschaft? Ist er noch ein Torwart für den DFB? Und das ist dann auf einmal irgendwann alles so ein bisschen weggefallen. Man muss sagen, man hat ihn auch so ein bisschen enteiert. Ich finde aber, dass dieses Thema, und ich kann das jetzt nicht beurteilen von hier aus, aber er ist ja mit im Kader dabei und ich hätte eigentlich gedacht, dass er gegen Hoffenheim im Pokal da schon mal vielleicht eine Spielzeit bekommt, um sich auch zu zeigen. Weil wir müssen ja mal gucken, ob wir noch Alternativen haben, wenn Plan A nicht dann funktioniert. Genau. Ja, gut, das beurteilen natürlich die direkt vor mit der Mannschaft trainieren jeden Absolut. Tag, die drei Keeper sehen im Training. Ne? Simon Hensler, haben wir alle eine hohe Meinung von, dass der entscheiden kann, okay, Fährmann ist soweit, ist nicht soweit, Schwolo, was machst du? Du hast gerade in Eiern gesagt, was würde das mit Schwolo machen, wenn du jetzt da öffentlich drüber nachdenkst? Ja gut, aber ich sag mal, das ist natürlich halt das Problem im Torwartgeschäft. Da kann halt immer nur einer spielen. Und wenn der eine momentan nicht so gut drauf ist, dann habe ich ja eben auch einen zweiten Torwart, dafür ist er ja da. Er ist ja nicht nur da, dass er die Bank warm hält, beziehungsweise auch die Kabine bespaßt. Ich glaube, dafür ist der ganze Vorgang auch ein bisschen teuer. Ne? Gerade auch in unserer jetzigen finanziellen Situation. Ja, muss man schauen. Entscheiden Hensler und der Trainer, der dann mag. Das sowieso, ne? Ja. Da wird ja auch in den nächsten Tagen was erwartet, eine Entscheidung. Und nachdem wir jetzt hier ein bisschen die Störenfriede von nebenan enteiert haben, indem wir das Fenster geschlossen haben, können wir ruhig weitermachen und darüber reden. Ich wollte eigentlich, als ich bei dir war, dann auch noch schnell dein eigentliches Projekt im Augenblick ansprechen im Fußball. Ja, aber du siehst, ne, wie sehr mir Schalke 04 auch am Herzen liegt. Ja, ne? Also,
deine eigene Tochter jetzt quasi beiseite geräumt hast, weil über die wollte ich natürlich mit dir sprechen. Josefine, auch Torhüterin, hat natürlich den besten Ausbilder zu Hause gehabt, schon von klein auf. Die ist jetzt bei der zweiten von SG Essen, aber ist schon immer bei der ersten auch im Training oder wie war das? Ja, sie ist Profi. Aktuell in Essen, sind oben mit 4 Torhütern. Sie ist jetzt 17, wird Mittwoch 18. Also sie muss sich jetzt da freischwimmen, kriegt ihre Spielzeiten in der U20. Die braucht noch ein bisschen, muss sich weiterentwickeln, aber ist auf einem guten Weg. Habe mir gestern das Spiel noch angeguckt und mir die Entwicklungsschritte da mal angesehen. Bin ich ganz zufrieden mit, aber auch mit der gehe ich ab und zu hart ins Gericht. Ja. Du bist ja wie mein Vater. Ja, durch gute Kritik kommst du weiter. Ja. Ne? War auch mal Nationalspielerin. Ne? Genau. Ist sie noch in deinen U-Mannschaften? Aktuell nicht. War bis zur Corona-Zeit war sie mit dabei. Dann hat sich das Ganze so ein bisschen gemischt. Dann wurden ja auch 2 Jahrgänge zusammengelegt. Sie ist 2004, 2003. 2004 war dann ein Jahrgang. Und deshalb, ich sage jetzt erstmal im Verein Hausaufgaben machen und alles andere ergibt sich dann von alleine. No. DFB ist immer Zusatzgeschäft. Ja, unsere erste Damenmannschaft ist auf einem guten Weg in der Bezirksliga, ne? Tabellenführerinnen ungeschlagen, ohne Punktverlust. Aber das dauert noch ein bisschen, bis unsere Damenmannschaften auf dem Niveau sind, was sie jetzt schon erreicht hat. Ne? Also, dass sie mal im Schalker Trikot spielt, siehst du das? Vielleicht in ein paar Jahren erst? Ich glaube, das ist nicht so abwegig, wenn sich das Ganze leistungstechnisch irgendwo so ein bisschen angleicht, kann ich mir durchaus vorstellen. Man muss auch gucken, was passiert. Damenfußball ist ja immer noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Es kommt jetzt ein bisschen mehr, aber die Verdienstmöglichkeiten sind natürlich in der Breite nicht so gut. Sie hat jetzt gerade ihr Psychologiestudium angefangen. Und dann muss man halt gucken, vielleicht ergibt sich da nochmal irgendwann dieser Angleich. Das wäre schön und das würde die Familiengeschichte auch rund machen. Ne? Jo, dann wäre erst, sonst sagt man wieder Vater, so der Sohn, ne? Dann wäre es wieder Vater, so die Tochter. Ne? Genau. Jo, ja, gucken wir aufs nächste Spiel. Das wird schwer genug. Nächsten Sonntag der Sportclub aus Freiburg. Die haben ja Donnerstag noch ein Spiel in Europa, allerdings in der Europa League ein Heimspiel. Das heißt, die müssen nicht großartig reisen und außerdem sind sie mit 12 Punkten aus 4 Spielen sowieso schon durch. Die können da ganz gemütlich auffahren und trotzdem frisch hier ankommen. Ne? Oder habt ihr das Gefühl, die lassen langsam nach? Du, die werden da wahrscheinlich auch ein bisschen durchwechseln, gehe ich mal von aus. Und die Leute, die nicht so oft gespielt haben, werden da wahrscheinlich eingesetzt, wie du schon gesagt hast. 12 Punkte, da kann man natürlich einiges testen. Und die anderen Jungs, die weniger spielen, die kann man reinbringen und mal sehen, wie die spielen und wie sie sich dann behaupten bei diesem Spiel. Sicherlich wird es hier bei uns als Bundesligaspiel wieder schwer. Freiburg hat eine sehr gute Mannschaft, sehr gute Stürmer, gutes Mittelfeld, spielt sehr kompakt. Das muss man wirklich sagen. Also ich bin trotzdem der Meinung, wenn wir hier wieder so spielen wie in der ersten Halbzeit, dann haben wir auch hier gegen Freiburg eine gute Chance, da was zu holen. Aber wir müssen eben so spielen wie die erste Halbzeit in Hertha. Dann sehe ich wirklich, dass wir alle zusammen sind und alle Gas geben, Ärmel hoch. Und nur kann man solche Mannschaften sonst nicht schlagen. Rein spielerisch sind die uns überlegen, davon bin ich überzeugt. Aber sobald man was anderes reinschmeißt, körperliche Sachen, da glaube ich schon, dass da was gehen würde. Ja, wie Union sich halt ein bisschen abkochen lassen von den Bochumern. Ja, ne? Genau. Durch aber Hertha. Ich habe mir das Spiel ja auch angeguckt. Die Bochumer, die haben die Ärmel hochgekrempelt. Zum ersten Mal habe ich gesehen, dass Union richtig zurückgezogen hat. Die waren aggressiv gewesen und. Die haben sich ja so richtig, richtig gut verkauft. Und das hat mich überrascht. Aber ich habe ja schon letztes Mal gesagt, in Stuttgart, das Spiel habe ich auch gesehen, da waren die auch nicht viel schlechter gewesen. Die haben nur ein bisschen mehr Pech gehabt bei den Kontern. Aber jetzt hier bei dem Spiel zu Hause auch sehr gut wieder. Und da müssen sie unsere Jungs ein Beispiel dran nehmen. Man kann auch solche Mannschaften schlagen. Man muss sich nicht von vornherein aufgeben. Ich bin da auch überzeugt von der Auftritt Berlin, erste Halbzeit. Wenn du so gegen Freiburg auftrittst, plus unsere blaue Wand dahinter, ist Freiburg auch machbar. Plus Ralle? Also wie der Jörg sagte, das müssen natürlich andere entscheiden. Ja, genau. Ja. Außerdem weißt du sowieso nicht, kommt ein neuer Trainer, nochmal Cheftrainer, nochmal eine ganz neue Karte da drin. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir
dieses Spiel auch noch machen werden mit Kreuzer. Warum nicht? Es war nicht schlecht gewesen. Warum sollte man jetzt schon wieder drüber nachdenken? Ja, aber von Knebel und Schröder kam ja die Nachricht, dass es jetzt ganz schnell gehen würde. Also ja, dann werden wir mal sehen, wer kommt. Spätestens morgen so ungefähr. Werden wir mal sehen, wer kommt. Ja, bin ich auch gespannt. Wer dann auf der Bank sitzt und dem ewigen Christian Streich da die Hand schüttelt vorher und hinterher hoffentlich sich von dem anhört, Glückwunsch an Schalke. Ja. Das wäre schön. Vielen Dank, alles Christoph Rosigus, Rüdiger Bramczyk. Und ja, dann wollen wir mal hoffen, dass es nächsten Montag nicht so eine Therapiesitzung wird wie diesmal wieder. Tschüss und Glück auf. Glück auf.